Brüssel Airlines hat 8 neue Ziele im Sommer. Die Lufthansa hat in der Slot-Regelung im Kampf mit der EU einen neuen Verbündeten. Dann gibt es bei der Swiss eine neue Kabine. Und wir werden die warmen Worte von Mario hören, was er zur neuen Premium Economy der Lufthansa /Swiss denkt. Das werden wir. Wie immer nach dem Intro gilt an dieser Stelle natürlich der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke anzumachen, kommentiert unten unter der Shownotes-Spalte. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch, Mario? Gibt es dafür ein deutsches Wort? Und unter dem Beitrag? Ich weiß es nicht. Unter dem Beitrag. Kommentiert einfach, wie das heißt. Und natürlich wie immer ein Like für die Sendung dalassen. Das erste Thema, mit dem wir heute anfangen, ist die Premium Economy. Das war ja gestern meine Sondersendung bei Takeoff. Da hatte ich einfach meinen Senf dazu abgegeben. Mario, wir haben von dir leider nicht gehört gestern, was du zu der neuen Premium Economy Class denkst. Was denkst du drüber? Tja, ich muss sagen, ich war ziemlich positiv überrascht, nachdem ich ja schon die vorhandene Premium Economy bei der Lufthansa gar nicht so schlecht fand. War ich dann von den neuen Sitzen, ob man sie nun wirklich Privacy nennen müsste, nur wegen der kleinen vorhandenen Schalen, weiß ich nicht. Aber sie machen optisch einen ziemlich guten Eindruck und sie haben schon irgendwie, man hat das Gefühl, dass sie doch ein bisschen mehr Privatsphäre versprechen. Auch, was ich sehr gut finde, dass das eine Sitzschale ist, dass man also, wenn man dort sitzt, nicht befürchten muss, dass man im nächsten Augenblick irgendetwas vors Knie oder sonst wohin bekommt. Macht das auch wesentlich angenehmer mit dem Bildschirm, den man dann ja nicht verstellen muss, weil halt die Rückenlehne sich nicht verstellt. Und er scheint mir auch recht groß zu sein, der Bildschirm. 15 also, Zoll. Immerhin, ne? Auf die Entfernung ist das schon nicht ganz schlecht. Ja, wenn dann, das müsste man aber ausprobieren, wenn der Sitz auch entsprechend bequem und gut ist, dann würde ich sagen, ist das im Grunde wie jetzt schon für Tagflüge, indem man sich ja nicht immer zwingend ganz lang macht, eigentlich eine sehr gute Alternative aus beiden Seiten. Einmal für die Economy, wenn man es ein bisschen bequemer, größer weiter haben will und natürlich, wenn man etwas sparen muss, als Downgrade für die Business Class. Und insofern, ich finde es nicht schlecht. Ich freue mich vor allen Dingen drauf, wenn die Swiss das auch einführt. Und ich glaube, das wird ein ziemlicher Erfolg. Ja, glaube ich auch. Was mich besonders freut und erstaunt ist, dass man auch die Striche 8 nachrüstet. Du hast es ja, glaube ich, auch erwähnt. Damit bleibt uns dieser Vierstrahler voraussichtlich auch noch relativ lange erhalten. Ja, ist ein Commitment. Also die Lufthansa wird ja kein Geld investieren, wenn das nicht diesen Privacy-Sitz bekommen würde, also beziehungsweise wenn sie nicht länger behalten würden. Ja. Beim 380er hat man ja auch keine Investition gemacht, man wusste, dass man die nicht mehr behält. Ich finde das aber auch spannend, das Thema Privacy. Vielleicht ist es Privacy, weil man nicht mehr durch den Sitz durchgucken kann. Ja. Irgendwas in der Richtung mit der Schale. Also da würde ich jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein. Und, ich habe da auch ein Feedback gestern bekommen. Wir sollten uns mal daran erinnern, Mario ist ja noch mit der U geflogen, wie da die Business Class und First Class aussah. Da gab es ja nur eine First Class. Und das, was jetzt Premium Economy ist, war vor gefühlten 10 Jahren Business Class. Ne? Ja. So in den 80ern, würde ich sagen, frühen 90ern. Ne? Das muss man. Ja, genau. Das muss man schon sagen. Ja, Gott, wir waren froh, wenn wir den Fallschirm damals in der U52 gefunden haben. Ja, so ist das als Fernspeer. So ist das. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns drauf. Die Swiss bekommt auch ein neues Flugzeug, die freut sich auch drauf. Es ist ein A320neo, sagt ihr, das ist ja jetzt nicht wirklich spektakulär. Die haben ja von den Buden schon einige fliegen, ja, das ist richtig. Ja. Aber mit der Space-Kabine, die Space-Kabine hat ja viele, viele Vorteile neben den Lichtspielerei, die man
als Folklore abtun kann, ist der größte Vorteil, und den Vorteil, den schätze ich besonders, dass man den Remover-Koffer in der Richtung, also das heißt horizontal, vertikal. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade wieder horizontal, genau, ich war irritiert. Ja. Horizontal reintun kann und also auch wesentlich mehr Gepäck reinbekommt. Dann des Weiteren natürlich auch der Sitz als solches, der eingebaut wird, hat ja diese iPad-Schiene drin. Ja. Das ist eine Geschichte, die ich persönlich gut finde, weil ich hatte auf meinem Flug in Norwegen, da hatte ich einen 320er, war kein Neo. Ich hatte auf einem Flug einen nagelneuen, auch mit der Space-Kabine von der SAS. Da hatte ich, der Vordermann, ich saß in Reihe 2, der Vordermann knallt sich nach hinten und ich konnte gerade nur noch meinen Monitor wegziehen und denk so, alter Verwalter, Notebook gerade mal ein paar Wochen alt und dann Totalschaden. Also wenn das dann nicht mehr so passieren kann, ist das top. Was sollte man noch sagen? 18 Flugzeuge kommen noch, ne, mit dieser Space-Kabine? Genau, 18 Flugzeuge kommen noch und ja, ich finde es sehr ansprechend. Wir sind ja auch im vergangenen Jahr mit der Swiss geflogen. Ich mag ja auch die Farbgebung bei Swiss, finde ich diese warmen Braun- und Erdtöne sehr angenehm. In Verbindung mit dem Licht wird das sicherlich eine schöne Kabine und vor allen Dingen, man weiß wohin, mit seinem Remover-Koffer. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, du bist ja eher so in dem gesetzteren Alter unterwegs. Dann gefällt dir natürlich so eine gesetztere Swiss-Kabine. Nein, ich finde die farblich auch top. Rentnerbeige. Ich finde es edel. Also ich finde es edel und ich finde es vor allem zeitlos. Aber ich finde die Premium-Economy-Sitze von der Lufthansa farblich sehr, sehr gelungen. Die scheinen ja in dem Blau zu sein, wie auch die schon seit Jahren angekündigte neue Business Class sein soll. Ja. Zumindest die Bilder, die damals veröffentlicht worden sind. Ich würde jetzt nicht vom selben Farbton ausgehen, aber ich würde davon ausgehen, dass es im selben Farbspektrum unterwegs ist. Also insofern. Oder so. Aber schauen wir mal. Ja, wir sind gespannt. Ganz genau. Dann haben wir ja, nachdem wir neue Flugzeuge erwarten, die 340-600er, ich hatte es ja auch schon berichtet, ist auch wieder zurück in der Flotte. Ja. Freust du dich auf die Galeere? Ach, ich fand das Flugzeug ja immer faszinierend. Von außen fast faszinierender als von innen, als ich noch viel jünger war. Ich wollte gerade sagen, dass du noch selber geflogen bist. Ja, als ich noch selber geflogen bin. Und ich glaube, ich werde nie vergessen, als ich das Flugzeug zum ersten Mal, es war glaube ich auch in München, sah, dachte ich immer, Junge, wie kann das halten und nicht in der Mitte auseinanderbrechen, weil es schier unendlich lang war oder immer noch ist und doch so relativ schlank. Ich finde es ein sehr elegantes Flugzeug, ohne Frage. Und naja, die WCs sozusagen im Keller finde ich nach wie vor ziemlich faszinierend. Nein, ist ein schönes Flugzeug. Ich meine, sie kommen ja nur aus einem Grund zurück, weil man halt noch keine Alternative hat und man natürlich auch gerne die First Class ab München wieder bedienen möchte. Hat wohl alles etwas länger gedauert, wenn die da in der Deep Storage stehen. Aber ich finde es ein schönes Flugzeug. Es hat halt zwei Triebwerke zu viel. Das ist das größte Problem dieses Fliegers. Ja, aber das Problem vom 330er ist ja, der fliegt ja nur wegen der Erdkrümmung. Also insofern entweder so oder so, du kannst nicht beides haben. Ja. Wir haben uns auch lustig gemacht über den Bus aus Nürnberg nach München. Aber jetzt gibt es einige Meldungen, dass man diesen, ich weiß nicht, ist der Name Expressbus eigentlich gerechtfertigt? Auf jeden Fall, dass der Bus die Möglichkeit des Durchcheckens gibt. Also insofern ist das für den einen oder anderen eine Variante. Ich habe aber das Gefühl, dass das Durchchecken vielleicht auch so eine Art Kontrolle ist, dass die Leute den Bus auch nutzen. Ja, ja, das glaube ich auch. Wobei, wenn ich mich ganz vage erinnere, das war aber eigentlich auch so eine gewisse Forderung von uns. Nicht, weil kontrolliert werden soll, sondern der Bequemlichkeit halber. Weil wir haben natürlich immer zu Recht kritisiert, dass man dann sein ganzes Gepäck wieder ausgehändigt bekommt und dann damit über den Flughafen schlappen muss. Ist natürlich tatsächlich bequemer, das Gepäck abzugeben und dann am
Zielflughafen erst wieder entgegenzunehmen. Aber natürlich ist es auch gut, um zu kontrollieren, ob dann tatsächlich auch jemand an Bord ist. Aber ja, weiß ich nicht. Ist es mehr Serviceleistung oder mehr Kontrolle? Ich glaube, es ist Service, weil die haben ja auch bei der Austrian zum Beispiel bei dem Zug von Salzburg aus eingeführt, dass man auch im Zug schon einchecken kann. Und ich denke, dass das eine Forderung ist des Komforts und nicht eine Forderung der Kontrolle. Ja. Wenn man am Ende des Tages halt das nicht nutzen möchte, dann wird einem auf einmal schlecht oder irgendwelche anderen Varianten. Was ich gehört habe, ich selber lasse kein Ticket verfallen, weil ich einfach jede Meile, die ich nicht mitnehme, als Seelenschmerz empfinde. Und tut mir einfach weh. Und wie heißt das so schön? Ich brauche jede Meile, ich bin jung. Ja, genau. Ja, schauen wir mal. Aber es sollen ja sogar noch mehr Busverbindungen kommen. Also man hat ja sogar noch mal aufgestockt, nicht? 5 tägliche Fahrten in jede Richtung soll es dann demnächst geben. Also wie gesagt, Sommerflugbahn. Also der Busflug, oder wie man das auch mal nennen will, der macht Sinn mit Nürnberg. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Es wird auch andere Flughäfen geben, wo das Sinn macht mit einer Bahnanbindung. Ich warte einfach auf den Tag, wo auch München der Flughafen ans ICE-Netz angebunden ist. Und dann fährt man halt einfach von Nürnberg mit dem ICE und Ende aus Mickey Maus. Das wäre das Beste. Eine weitere positive Meldung gibt es auch für uns, die wir doch öfters bei der Lufthansa warten. Das heißt also, wir stehen da zum Beispiel und wollen irgendwas am Ticketcounter machen. Wobei mir ist das in letzter Zeit nicht passiert. Ich habe das alles in der Lounge gemacht. Aber egal, man kann, wenn man Self-Service macht, sich jetzt quasi anmelden, so wie man das von jedem guten Mobilfunkladen kennt. Und dann kriegt man eine SMS, wenn man an der Reihe ist. Ja, mal sehen, ob das funktioniert. Also die App ist ja im Prinzip nichts anderes als die App, die ich auch nutze. Und das ist übrigens noch ein Tipp. Wer mit der Lufthansa in Kontakt treten möchte, sollte einfach einen Rückruf vereinbaren. Das heißt also, man nimmt diese App, das ist diese Connect-App. Ja. Ich kann sie auch einmal zeigen. Ich weiß nicht, hast du die auf deinem Handy, Mario? Aber selbstverständlich. Ich habe die auf dem Handy auch. Das ist diese LH-Service-App. Und die heißt so, wie sie aussieht. Genau. Da. Ja. Und ja, kam es auch schon. Und dann zeigt er auch die Buchungen. Und komischerweise zeigt er bei mir noch Buchungen aus dem Dezember. Ja, bei mir auch. Also hatte ich umgebucht. Und da kann man dann Rückruf vereinbaren und dann kommt man relativ schnell. Zeigt auch an, wie lange man warten muss. Also insofern finde ich das eine sehr, sehr gut durchdachte Sache. Ohne Frage. Dann kommen wir wieder zu einem politischen Thema der Slot-Regelung. Die Lufthansa heult rum, weil die EU-Kommission mit der Slot-Regelung den Airlines viel abverlangt. Die Lufthansa hat 18.000 Leerflüge, die Brussels hat einige Leerflüge. Ich habe die Zahl, glaube ich, nicht mehr im Kopf, 7.000 war es. Aber auch andere Fluggesellschaften. Ryanair hat die Lufthansa deshalb gedisst, weil sie Krokodilstränen bezüglich der Umwelt vergießen würden. Da hat der O'Leary gesagt, hör zu, Carsten, vertick die Tickets doch billiger, dann hast du auch Leute drin. Kann man jetzt drüber schmunzeln. Ja. Und kann auch eine gewisse Wahrheit der Worte nicht verneinen. Da gibt es einen neuen Fürsprecher für die Lufthansa, ne? Ja, der Bundesverkehrsminister von der FDP, der Herr Wissing, der macht sich jetzt für die Lufthansa stark. Sollte auch eigentlich seine Aufgabe sein als deutscher Verkehrsminister, die deutsche National-Airline zu unterstützen, auch wenn der Staat Gott sei Dank wieder raus ist aus dem Geschäft. Dennoch. Die haben noch die 300.000. Also die haben noch den Anteil, aber die haben ja nicht mehr diesen Sitz da. Ja, also der Michael ist raus. Genau, das ist, würde ich sagen, Peanuts, wie ein großer berühmter Banker gesagt hat. Ja, genau. Deutsche Lufthansa, Deutsche Bank, ihr merkt was. Ja, genau. Da passieren ganz große Dinge im Hintergrund. Ich hoffe nicht. Für die Deutsche Bank ist das nicht so gut ausgegangen damals. Das ist richtig. Für Andy B. Scheuert ist das ja auch nicht. Nein. Ist das auch nicht gut ausgegangen, aber nun gut, was willst du machen? Ja, also er betont ja die Wichtigkeit der Sache und wie du schon richtig sagtest, es ist dein fucking Job,
die Lufthansa da zu unterstützen und wenn es um Umweltschutz geht. Aber wichtig ist auch, dass die Lufthansa halt das jetzt nicht ausnutzt und dass die Lufthansa da jetzt sagt, wir haben da keinen Bock zu fliegen, weil wir einfach die Flüge nicht voll kriegen und dann gibt es die Flüge nicht. Dresden ist ja auch zum Beispiel von der Swiss eingestellt worden, Zürich, Dresden. Ja. Das heißt also, es würden einige Gebiete abgehängt werden, wenn die Slot-Regelung nicht geben würde. Also insofern abwarten, wie immer. Und ich sage ja immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Nicht wie wahrscheinlich. Bei ATX. Nein, genau, wahrscheinlich ist das so. Obwohl ein paar Lufthansa-Flüge, die ich für das nächste Jahr gebucht habe, sind auch schon wieder gecancelt worden und auf frühere Verbindungen umgelegt worden. Also so ganz auf Vorkriegsniveau, um es mal sarkastisch zu sagen, ist man dann doch noch nicht überall. Ne? Wie fliegst du jetzt doch Paderborn-München? Ich fliege jetzt doch Paderborn-München, ja. mit einem kleinen Stopp in Kassel-Calden. Das ist da ja, wo die Leute quasi, wie heißt das, nicht entführt, sondern ausgeführt, abgeschoben ja. werden. Also das war. Ja. Dann hatten wir ja einige Flüge, die ja ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet haben. Die Emirates hat ja ganz groß in die Kiste gegriffen, hat gesagt, wir fliegen nicht mehr in die USA, weil dieses 5G-Netz, was in den USA ist, ich hatte es ja einmal thematisiert, Kopfschmerzen bereitet, wenn es um die Radarmessung geht. Ich hatte die Systeme ja aufgezählt, die Radarmessung nutzen. Gerade in Amerika ist es ja so, dass das 5G-Netz andere Funkwellen, Frequenzen benutzt als bei uns und vor allem auch stärker sendet. Das war mir eigentlich gar nicht bekannt. Die haben auch diese 5mm-Welle, aber ich weiß nicht, ob diese 5mm-Welle von Verizon da so ein Burner ist. Auf jeden Fall, die haben die Höhenmessung und das Autoland massiv gestört, was gerade bei Nebel oder bei Schnee wichtig ist. Und damit wäre die Bremswegstrecke verlängert worden, weil man da das dann nicht mit dem Computer optimieren kann. Das ist der Grund. Aber die Lufthansa ist ja jetzt wieder back to business. Man fliegt jetzt wieder mit allem, was es so gibt, weil die freigegeben worden sind. Ne? Jo. Nicht nur die Lufthansa, die Swiss auch. Man hatte ja dann auch noch ein paar neue Typen freigegeben. Die Swiss und die Lufthansa hat noch keinen Dreamliner. Das ist ja wohl das Flugzeug, was da am stärksten betroffen ist. Da muss man abwarten, aber der Rest kann halt wieder normal fliegen. Warten wir mal ab, was da kommt. Einige Telefongesellschaften haben ja den Start von 5G, zumindest den Start der Masten, die in der Nähe von Flughäfen sind, nochmal verschoben. Aber aufgeschoben ist halt nicht aufgehoben. Irgendwann wird das kommen und bis dahin muss eine Lösung her. Ja, und ich habe auch verstanden, die haben irgendwie die Antennen auch nach unten gerichtet, dass sie das nach unten strahlen, nicht mehr nach oben strahlen. Mir ist das übrigens auch aufgefallen, weil der Empfang im Flugzeug schlecht wird. Sehr gut war. Nee, der war gut. Also bevor du am Flughafen warst, hattest du 5G und alles kein Thema. Aber in dem Moment, wo du Landung warst, war 5G irgendwie weg. Selbst 4G funktioniert ziemlich ordentlich, was ja auch richtig ist. Aber es war ein Fehler von mir. Ich hatte das gar nicht gemerkt. Ich dachte, ich wäre bei SAS noch in dem Wi-Fi drin. Also so war das. Ja, also wie gesagt, das Problem ist gelöst. Und du hast ja gesagt, dass die Carbon, ist das Carbon? Nee, was ist es nochmal? Doch, Carbon und was ist das Material, die sie macht, Sieben? Wie heißt das nochmal? Doch, Verbundwerkstoffe. Ne? Verbundwerkstoffe. Ist das nicht Carbon? Also diese Plastikbomber, da anscheinend Probleme machen. Der 350 anscheinend nicht, aber das hat was damit zu tun, dass die irgendwie einen bestimmten Gerätetyp eingebaut haben, der halt dafür anfälliger ist. Das ist das Problem. Hat aber mit dem Flugzeug selber nichts zu tun. Nein. Dann das letzte Thema. Wir reden ja relativ wenig über Brussels Airlines. Wir hatten über Brussels Airlines nur gesprochen, als es um die Slot-Regelung ging. Wir hatten über die gesprochen, als sie das neue Croatian-Farbkleid bekommen haben. Und die haben aber 8 neue Strecken, die im Sommer haben wollen, von 85 Strecken. Soll ich sie dir mal nennen, Mario? Nennen Sie mir mal, wo kann ich denn mit Brussels hinfliegen? Der Arrecife auf der Lanzarote, kennst du ja, ne? Der Kania auf Kreta. Da fliegt ja auch der Eurowings hin. Hurghada in Ägypten. Gibt es das noch, ja? Weiß ich nicht. Dann gibt es etwas auf Lesbos, das ist eher so dein Beritt. Mytilene.
Nein, du bist ja so, ich dachte, du magst griechische Geschichte, deshalb. Ja, und ja, sicher, natürlich. Dann Samos, das ist ja nicht so weit weg. Marrakesch, Marokko logischerweise, wobei interessanterweise Ryanair sich ja aus Marokko zurückziehen will. Rabat, macht ja auch Sinn. Und festhalten, München. München? München, Brüssel, München. Ja. Naja, gut, München ist halt immer eine Reise wert. Ja, also finde ich spannend, dass das so ist. Man hat jetzt noch 85 Destinationen im Portfolio. Insofern, ich finde Brüssel gar nicht so schlecht. Ich bin mit den geflogen von Newark nach Brüssel auf dem 330er. Der war umgebaut, die Kabine. Ja. Vor 2 Jahren war das. 2 Jahren, 2,5 Jahren. War es sogar länger? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall mit der neuen Kabine. Ich fand sie sehr hübsch. Personal war sehr, sehr nett, war zuvorkommend. Also da gab es keine Schmerzen. Aber die neue Route mit Brüssel nach München, die soll am 27. März täglich gehen. Ja, ich finde das bemerkenswert, dass die Lufthansa Mutter selber nicht fliegt. Oh Gott. Von Brüssel aus, die Mutter könnte ja nur von München nach Brüssel und wieder zurückfliegen, nicht umgekehrt. Ach, du meinst, ja, aber ist das nicht, also sie können ja auch einen Nightstopper machen, das heißt, also sie fliegen abends hin spät und kommen morgens früh zurück, also insofern würde alles gehen. Wäre auch möglich. Aber wie immer, aber die haben ja, ein Konzern halt, ne? Die haben mit Spitzenbleistift gerechnet. Ja, beziehungsweise vielleicht billiger, man weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich bin mit denen noch nie auf der Langstrecke geflogen, immer nur Kurzstrecke, deswegen. Das war aber immer in Ordnung. Was ich aber weiß, ist, dass an dieser Stelle der Abonnierbefehl kommt. Das heißt also, dass ihr uns abonnieren sollt, damit wir die 1500 knacken. Und danke euch, dass ihr das Ziel unterstützt. Wir sind ja fast da. Und das Ziel, was ich ausgegeben hatte, war ja Sonntag, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Sonntag zu schaffen. 5 Leute fehlen uns noch. Vielleicht bist du es. Und wenn du es tust, danke. Mach dann auch gleich die Glocke an und ganz, ganz wichtig, kommentieren. Unten kommentieren. Ihr könnt ja auch kommentieren, dass ihr jetzt abonniert habt. Ja. Wäre doch eine geile Sache. Und? Wir könnten ja unter allen Neuabonnenten, die bis, weiß ich nicht, Sonntag dazukommen, wieder ein schönes Amenity-Kit verlosen. Mari, tu dir keinen Zwang an. Was möchtest du in den Ring werfen? Ich habe so viele. Nur leider keine aus der First Class. Da habe ich, glaube ich, keine mehr. Die sind alle weg. Aber aus der Business Class haufenweise. Ich würd sagen, beim nächsten Stammtisch in Berlin oder in Frankfurt einfach da nochmal nachfragen. Wir geben dann ein Bierchen aus. Das ist auch eine gute Idee. Da sollten wir uns nicht lumpen lassen. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr schon so lange durchgehalten habt, unsere beiden Hackfressen gesehen habt, wir sind ja schon wieder bei über 20 Minuten, den Like da lassen. Daumen einfach uns geben. Alles klar. Bedanken uns, Fahad. Bedanken uns. Ne? Dann bedanken wir uns. Bedanken wir uns. Tschüss, bedankt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ach nee, das ist der falsche Schalter. Hier geht's aus.